Werden die McDonald's-Promokarten mal so richtig wertvoll? Begründe deine Meinung. Ja, Leute, das hatte ich euch im letzten Giveaway gefragt. Das war das 4000 Abo-Giveaway. Vielen lieben Dank, Leute, für euren Support. Wir haben die 4000 Abos geknackt. Ich freue mich riesig, dass euch der Content so gut gefällt. Und ja, da hatte ich euch diese Frage gestellt, darauf aufbauen, dass wir jetzt hier wieder diesen tollen Community-Talk haben. Das mache ich öfters. Ich stelle euch Fragen und eure Meinung zählt. Und dann schauen wir mal. Und ihr habt wirklich sehr fleißig kommentiert. Das haben wirklich viele Leute mitgemacht bis heute. Es läuft ja noch eine ganze Zeit. Und ich habe mir auch viele Kommentare angeschaut. Ich habe mir jetzt ein paar Kommentare rausgepickt. Die gehen in mehrere Richtungen. Also bedeutet nicht nur stur in eine Richtung, ja, nein, sondern wir schauen uns alle Richtungen an und überlegen uns, ja, könnte das sein und liegt. Und somit heiße ich euch herzlich willkommen zu Serge Live, eurem Pokémon YouTube Channel. Ja, das erste Kommentar kommt einmal von JJH oder JJH. Ich denke, die McDonald's-Karten werden im Laufe des Monats erstmal sinken, da sich viele Packs holen werden und nach der Aktion wird es dann langsam wieder steigen. Ja, sehr interessant, das kann ich mir auch gut vorstellen. Jetzt zum Beispiel einmal hier auf Card Market, was für Preise wir haben, wenn wir schauen, 9 Euro, 10 Euro, da fangen die an, das sind jetzt die Holo-Karten, wir haben leider hier noch keine Bilder, aber da fangen die Holos an für 5, 6, 7, 8, 9, 10 Euro, das ist schon viel Geld, wenn man überlegt, wie günstig eigentlich die Packs sein können, wenn man sie sich in Happy Meal holt. Und jetzt seht ihr hier die Non-Holos mit Bilder zum Glück und die sind sehr, sehr günstig. Von daher, ihr merkt, der Fokus ist definitiv ganz klar an die Holos angelegt. Ob die wertvoller werden, ist halt sehr schwer abzuschätzen. Natürlich könnte man das Argument bringen, wir haben halt hier den Stamp, den 25-jährigen Stamp. Und der ist schon sehr, sehr interessant. Den haben wir zum Beispiel hier auch auf der Pikachu-Karte drauf, die mit Abstand teuerste Karte, die es gibt. Das Problem ist einfach hierbei, wie auch jetzt im Kommentar schon stand, es wird sich sehr, sehr viel geholt. Und dadurch entstehen auch generell durch den Hype verrückte Angebote. Wir haben zum Beispiel einmal hier, das habe ich im Discord-Channel, Link dazu in der Videobeschreibung, wurde das hier reingeschickt, ein Bisasam mit dem Stamp für 250 Euro verhandelbar. Ein äußerst interessantes Angebot, was ich dankend ablehnen würde. Aber wir sehen auch hier auch wieder ein Bild von Discord, die Leute kaufen wie verrückt ein. Das hier ist aus McDonald's Deutschland, ihr seht hier auf Deutsch und hier seht ihr 450 Euro. Ich denke mal, da wurde für über 400 Euro eingekauft. Und ja, wenn halt sich alle Leute das holen, nagelneu holen. Hier wurde eigentlich nur von einem Händler zum anderen Händler gewechselt. Ich verstehe auch nicht, warum das McDonald's das zugelassen hat. Aber ja, dass halt jeder das in einem perfekten Zustand hat, Leute. Und dann muss man sich einfach fragen, okay, macht das eigentlich Sinn, dass das überhaupt noch irgendwie groß wertvoller wird, wenn das jeder in einem perfekten Zustand hat? Jetzt am Anfang sind die Sachen immer am teuersten, wenn was frisch rauskommt. Das war auch bei bestes Beispiel. Meiner Meinung nach war das Weg des Champs. Ihr wisst, wie teuer es am Anfang war. Und jetzt ist es einiges günstiger. Wir haben jetzt hier die ganzen Holo-Karten, wir können mal schauen. Die Preise gehen definitiv nach oben, aber ich glaube auch nicht, dass die durchgehend nach oben gehen. Es wird auf alle Fälle fallen, weil immer mehr Leute jetzt rippen. Die Karten sind erst seit 2 Tagen, meine ich, draußen. Hier sehen wir zum Beispiel 12 Euro für einen Shigi und das ist schon eins der beliebtesten Pokémon, die es überhaupt gibt. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass vielleicht die ein oder andere Holo-Karte doch mal ein bisschen wertvoller wird. Dazu kommen wir in einem anderen Kommentar noch. Habe ich es euch schon mal gesagt, Leute, kauft erst ein, wenn es günstiger ist oder kauft nur vor Ort ein, die Booster oder die Karten, wenn es günstiger wird. Wenn ihr hier seht, Pikachu für 85 Euro und es wurden 6 verkauft, also anscheinend haben es die Leute gekauft für den Preis. Der hat wirklich gut Plus gemacht, von daher, ich glaube auch oder erwarte sogar, dass die Produkte erstmal günstiger werden. Es wird so viel angeboten, wie bei Weg des Champs, ihr seht es Leute, es wurde auch günstiger, wobei bei sowas wie Weg des Champs ich auch nicht glaube, dass es so viel wertvoller wird. Ob die wertvoller werden, kann man nur abschätzen. Ich kann mir vorstellen, dass die gewissen paar Karten doch wertvoller werden, aber dazu kommen wir in einem anderen Kommentar. Das nächste Kommentar immer von Chick Mega. Ich glaube, die Wertsteigerung ist nur kurzzeitig, danach werden die Preise fallen. Da zu viele Karten auf dem Markt sind, viel Glück. Ja, sehr interessant, wie du das so siehst. Das kann ich mir halt auch sehr gut vorstellen. Ihr seht jetzt zum Beispiel hier McDonald's Collection 2014, Leute. Und ich habe mir jetzt die letzten 10 Collection angeschaut, Leute, sogar noch mehr. Bis 2013 habe ich mir alle angeschaut. Und ihr seht das, was da hier für Preise sind. Mit Pikachu 4 Euro, die wertvollste Karte. Ihr seht hier Preis absteigend. Keine krasse Wertsteigerung. Natürlich können wir jetzt mal hier reinschauen, okay, was haben wir für Angebote. Es sind jetzt viele französische Karten und keine englischen. Dann gehen wir mal auf das nächste Jahr, 2015. Und da sehen wir auch wieder eine Pikachu-Holo-Karte.
Artwork würde ich sagen, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hier ist die Karte ein bisschen teurer, 21 Euro, aber keine 89 Euro, was wir eben hatten. Natürlich ist es wertvoller. Das ging jetzt einfach hoch wegen dem Hype. Nochmal hier nochmal 2018, warum auch immer. Vielleicht war das eine Ausnahme, weil das dann wieder schnell wieder nach unten ging. Und ihr seht, was für Preise wir hatten. Also unter 6 Euro. Und dann hat es halt hier wieder angefangen mit dem Hype. Und jetzt nochmal durch McDonald's wurden die Leute darauf aufmerksam. Von daher nehmt das nicht für bare Münze. Das ist, würde ich sagen, definitiv keine 20-Euro-Karte. So, weiter geht's. McDonald's 2016, genau das gleiche Spiel 2018. Und da ist eine Karte, da muss ich sagen, die ist ein bisschen teurer. Die finde ich persönlich auch sehr viel schöner wie untere Pikachu-Karte. Und da seht ihr auch die Preisentwicklung, wo die lag. Ungefähr 1 Euro, relativ stabil. Natürlich andere Sprachen, aber es steht in keinem Verhältnis, wie jetzt die Karten gerade stehen. Dann ging es aber schnurstracks nach unten auf unter 1 Euro für diese Karte hier. So langsam oder sicher wurden die Leute auf die Karte aufmerksam, springt nach auf 2 Euro. Startpreise, ihr seht, hier haben wir andere Preise über 20 Euro. 30 Euro für die englische, das ist die erste, die interessant wäre, aber sehe ich die Karte auch nicht. Leute, ihr müsst immer überlegen, was haben die Karten ungefähr gekostet vor diesem extremen Hype, was war vor der McDonald's-Promo-Aktion, vor dem Hype, vor Logan Paul, am besten so 3 Jahre vorher, da seht ihr ungefähr den realistischen Wert. Durch den Hype wird alles nochmal teurer. Und ich muss sagen, ich finde diese Karte, diese Pikachu-Karte, viel schöner als unsere. Auch wenn da jetzt hier kein Stamp mit drauf ist, dass ihr das ungefähr einschätzen könnt. So, 2019, die Karten haben wir auch bekommen, meine ich. Und da haben wir auch eine Pikachu-Karte. Da schauen wir uns die mal kurz an. Und ihr seht auch hier Talfahrt, ganz nach, oder Achterbahnfahrt nach unten, nach oben, nach unten, nach oben. Die Leute wissen nicht, was wollen sie mit der Karte anfangen eigentlich. Englische Karten fängt bei 4 Euro an, auch Pikachu und das Artwork. Finde ich auch sehr, sehr, sehr schön und man muss sich halt überlegen, okay, macht das jetzt eigentlich Sinn? Kann ich mir das vorstellen, dass die Karte wertvoll wird? Ja, Leute, und das Problem, was halt noch da sein wird, deswegen auch, da zu viele Karten auf dem Markt sind, deswegen, wir haben mal hier ein Video, das habe ich euch am 8.3. hochgeladen und da ging es einfach darum, jetzt einmal hier, ich werde jetzt mal einen Schnelldurchlauf machen, man kann einfach mit der Taschenlampe hier durchschauen, was für eine Karte ist und er hat dann geraten, hat genau die richtige Karte geraten, bedeutet, dass einfach die ganzen Hits nur noch auf dem Markt sind, alles andere nicht, das wird ist schon ein bisschen Marktmanipulation, so wie das hier einfach ist, liegt einfach an den Packs, von daher. Aber es ist halt wirklich schwer abzuschätzen, ob, okay, werden alle Karten so richtig wertvoll und wie wertvoll werden die. Ihr habt es ja gesehen, wie es mit den anderen McDonald's-Promo-Karten ablief. Und ja, ihr könnt es ja gerne kommentieren. Ich bin auf alle Fälle sehr gespannt. Wenn euch interessiert, welche Karten ich mir einzeln hole, wo ich sie mir kaufe, ob es jetzt internationale, globale, japanische sind, welche Produkte ich mir noch hole und wo ich sie hole, wo ich die besten Schnapper finde, könnt ihr das bei meinem Patreon-Account abchecken. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Das nächste Kommentar einmal von The Limes. Ich glaube, die Karten werden nicht krass steigen, weil es einfach schönere Artworks gibt von den beliebten Startern bzw. andere coolere Versionen. Noch ein Grund ist, weil es so viele sich die holen und sie alle in sehr gutem Zustand sind. Ja, definitiv. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Die Karten werden definitiv wertvoller, Leute. Also über OVP schon. Klar. Weil einfach der Stamp drauf ist, ist ein wichtiges Ereignis. Aber Leute, es gibt von den einzelnen Pokémon viel geilere Artworks, viel interessantere Karten, finde ich. Wir haben zum Beispiel hier das Pikachu, was das sieht schon gut aus. Wir werden uns mal Pikachu, Glumanda, Shigi und Bisasam anschauen. Und einmal hier diese Pikachu-Promo-Karte. Ich finde die wirklich sehr, sehr, sehr gelungen. Die würde ich jetzt vielleicht sogar der Karte vorziehen, tatsächlich, weil das echt, es wirkt schon wie gezeichnet, aber mit der Hand gezeichnet, aber ich glaube, das ist schon digital. Wobei, nee, Illustrator. Er sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Die hier könnte man sich holen stattdessen. Oder diese Karte hier, eine Promokarte mit Mimikyu. Unglaublich schöne Karte, fängt bei 6 Euro auf Card Market an. Da schauen wir gleich mal rein. Die habe ich auch schon mal erwähnt, auch auf Patreon. Die würde ich definitiv auch vor der Karte ziehen. Schauen wir mal. Schlecht oder mittelmäßiger Zustand, okay, die ist schon etwas teurer, aber ihr seid mit der Karte trotzdem noch um einiges günstiger, als wenn ihr euch die Karte als Holo-Karte zulegen würdet. Oder diese Karte von eben, auch eine sehr, sehr, sehr schöne Karte, unglaublich tolles Design oder Artwork. Geht lieber nach den Artworks, geht nicht einfach durch den Hype, weil da so ein Stamp mit drauf ist. Die Karten werden definitiv noch günstiger. Oder auch hier Glumanda, das ist wirklich nicht das schönste Artwork von dem Pokémon. Es wirkt sehr, sehr depressiv schon, wenn wir hier schauen, Shiny Glumanda.
Das sieht richtig toll aus. Natürlich, die Karte ist teuer. Die ist etwas teurer oder um einiges teurer wie die Karte hier als Holo, wenn wir mal davon ausgehen, dass die Holo-Variante 10 Euro kostet. Aber diese Karte finde ich viel interessanter, wie wenn ihr euch jetzt 5 Holo-Starter holen würdet oder 6. Dann habt ihr eigentlich genau das gleiche wie bei der Karte. Ich meine, die ist sogar noch etwas teurer geworden. Die war eine lange Zeit bei um die 20, 30 Euro gewesen. Oder diese Lumanda-Karte auch unglaublich schön. Habe ich mal auch auf Patreon gepostet mit seinem großen Bruder. Bekommt ihr auch für 10,99 Euro. Ungefähr das gleiche Preisniveau wie für die als Holo. Karte oder einfach die Ditto-Variante, auch Knetartwerk. Oder einfach ihr holt euch ein paar Vintage-Karten, ein paar Vintage-Lumanda-Karten, äußerst tolle Karte. 5 Euro fängt die Karte an, da macht ihr definitiv nichts verkehrt, da könnt ihr auch noch ein bisschen Geld reinnehmen für einen richtig guten Zustand. Oder wir schauen mal bei Bisasam, Leute, ich beeile mich ein bisschen. Das ist okay, das Artwork, das finde ich okay. Das hier finde ich nicht schön, das finde ich noch in Ordnung, aber stattdessen, die Holo würde ich mir zum Beispiel sowas holen. Ex-Crystal Guardian Bisasam oder dieses gezeichnete Artwork oder dieses hier. Und ihr seht, es gibt wirklich schönere Artworks. Jetzt gucken wir noch schnell bei Shigi. Das Artwork finde ich auch eigentlich recht schick. Sehr, sehr schön. Aber es gibt auch geilere Artworks, Leute. Und die Karte hier, 18 Euro, das ist definitiv überteuert. Die bekommt ihr auf Card Market um einiges günstiger. Das verspreche ich euch. Die habe ich mir dann auch geholt auf Card Market. Oder einfach hier wieder Ditto. Ditto It In. Auch sehr, sehr ikonisch. Sehr, sehr speziell. Oder hier an Nirvana angelehnt. Hat keiner auf dem Schirm, wobei hier, ich sehe gerade 41 Euro. Natürlich sollen jetzt nicht die Karten genau den gleichen Wert haben wie die McDonald's-Karten, aber ihr seht, die ist auch um einiges günstiger, 9 Euro. Also keine Ahnung, wie da auf 41 kommt. Sowas ist viel ikonischer, wie jetzt einfach irgendwie ein Artwork, was man... Ihr könnt genau die gleichen Karten wiederholen, ohne Stamp, für 2, 3 Cent. Jetzt zahlt nur wegen dem Stamp. Und ich weiß nicht, ob das so Sinn macht auf längere Sicht, dass man nur wegen so einem Stamp einfach das Hundertfache zahlen würde, anstatt die Karte ohne Stamp zu nehmen. Ja, und die letzte Sache, die jedoch geschrieben wurde, noch ein Grund ist, weil es so viele sich die holen und alle im sehr guten Zustand sind. Das stimmt, wenn ihr mal hier eingeben, Pokémon McDonald's Promo 2021, sehen wir über 2000 Ergebnisse. 2400, und was hatten wir eben gehabt? 2600, also um die 5000 Sachen, die auf eBay bewegt werden, muss jeder für sich entscheiden, ob das gerade aktuell der beste Zeitpunkt ist, da kräftig einzukaufen. Wie in meinem Video gesagt, Leute, holt's, wenn ihr es euch holen wollt, holt's euch nur über McDonald's. Ihr freut euch, wenn ihr was habt, aber ich würde jetzt nicht aktiv bei Secondary Markt einkaufen. Das habe ich aber auch im anderen Video schon gesagt. Und ich denke, ihr seid jetzt schlauer. Ich habe euch hoffentlich weiterhelfen können. Ihr könnt ja gerne kommentieren, wie ihr das so seht, wie eure Meinung dazu ist. Oder glaubt ihr, es gibt noch irgendwelche anderen Karten, die ihr auf alle Fälle, bei denen ihr erwartet, dass die wertvoller werden, würde mich auf alle Fälle sehr interessieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann und ciao.